Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdenbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Göttin. Die unendliche Kraft, heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Gewaltige Kraft, die schon die Göttin von der Urahn ahnte. Um diese Kraft von Klauen des Bösen zu schützen, erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen. Dann zog die Göttin mit ihrem verbleibenden Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Die Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Channel GamerCouch. Ich bin David, aka GamerCouch, und spiele zusammen mal wieder mit dem Sven, der diesmal im Hintergrund sitzt. Guten Tag. Spielen wir Skyward Sword HD und werden wie letztes Jahr auch mit The Legend of Zelda Link's Awakening, dem Remake, uns auch bei diesem Spiel das Remake anschauen. Und schauen, wie das denn so sein wird. Ich freue mich sehr drauf, denn speziell ich habe auch nie die Version gespielt gehabt, die es damals für die Wii gab. Heißt du Mrs. Blind, wie jetzt bei dir auch sind? Genau das gleiche, ich habe es auch noch nie gespielt. Du hast auch noch nie gespielt, also für uns quasi beide jetzt komplett blind hier. Dann können wir doch, würde ich sagen, mal sehr gespannt sein. Ich hoffe, ich vielleicht kein Boss einigen. Was uns jetzt hier gleich erwarten wird. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf das Spiel. Skyward Sword HD. Es ist heute erschienen am Freitag, den 16.07.2021. Wir sind endlich seit gefühlten Monaten, Jahren mal wieder, haben wir das zum Anlass genommen und sind mal wieder in die München, in die City gefahren, um das Spiel zu holen. Und allein die Fahrt da rein war schon echt wild und wie außergewöhnlich, ne? Ja. Einfach, weil man es nicht mal gewöhnt war, in der Innenstadt rum zu cruisen. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf The Legend of Zelda Skyward Sword. Skyward Sword HD. Ich will nicht wissen, wie oft es entweder Legend of Zelda Twilight Princess,
Jetzt noch Zelda Link's Awakening oder irgendeinen anderen Titel nennen. Ihr wisst, es bin Fan AFK. Das passiert zunächst öfter. Mann, I'm sorry. Jo, wie wird das jetzt bei ablaufen? Es wird Kasper auf seine Greenscreen hochzuheben. Ja, aber das ist auf mein Stuhl. Ja, aber schau mal, jetzt hast du hier total viel. Dann machst du halt hinter dir. Hallo. Er nimmt gerade hier den Greenscreen auseinander. Ihr könnt nicht sehen, wie das außerhalb des Screen-Screens bei mir so aussieht. Also wenn ich mal ein bisschen Tour-like-mäßig könnt ihr sehen. Mal, ich muss den runternehmen. Viel seht ihr nicht. Aber ein bisschen was seht ihr vielleicht. So, aber sollen wir mal die mal wieder ein Stückchen tun? Du hast das eigentlich nicht vor der Aufnahme gemacht. Weil ich dumm bin. Es muss so. Ah ja, ja, so entschuldigt Leute. Jetzt haben wir den Greenscreen auch wieder schön hingemacht. Dann wäre das jetzt auch geklärt. So. Wie wird das Let's Play ablaufen? Ich würde relativ klassisch ablaufen. Das heißt, wir werden Parts aufnehmen. Jeden Tag wird ein Part rauskommen. Einfach mal wieder der Spirit of the Glasses in Let's Plays. Ist er Bock? Und damit würde ich vorschlagen, fangen wir auch direkt an. So, wir müssen nun unseren Leuten hier Namen verpassen. Einmal einen Charakter, den nennen wir David. Demokratie. Das ist ein sehr, sehr schöner Name, aus Gründen. Ja, finde ich auch. Und, ja, keine Angst, wenn wieder ein Pferd kommt, dann nennen wir es wieder Sen. Wenn mal wieder ein Pferd kommt, dann nennen wir es Sen. Ich glaube, wir sollten es... Ja, und damit nochmal willkommen zum Let's Play von Legend of Zelda Skyward Sword HD. Hier sind schon die bekannten Vögel, die man einfach kennt, wenn man das Game so angeschaut hat. Schauen wir doch mal, wo die Vögel hinfliegen werden. Ich vermute mal ins Spiel rein. Könnte schon Sinn machen, dass sie da irgendwo so Spiel hinfliegen. So, da sind wir. Oh, sympathisch. Hier, ja, da ist das Böse. David, Zeit, deine Augen zu eröffnen. Bald schon musst du deine große Bestimmung erfüllen. Die Zeit des Erwachens. David. David. Aha, okay. Ja, also Nintendo ist ein Alpha-Reis, was so Intros betrifft. Ja, so sieht man aus, wenn man zu viel getrunken hat. Okay, das haut ein... Mami, ein Vogel schaut in mein Fenster! Es gibt auch sowas, das nennt man Briefkasten, aber okay. Naja, es hat eine überdimensional große Brieftaube. Kennt man doch.
Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn, wenn du dieser Brief erreichst. Genauso ist es, oder? Guten Morgen, David. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. Ich glaube, ich hab's vergessen. Egal. Ist eh nur so eine Rolle. Und hier sind wir in der, ich hab's gerade nicht lesen können, Ritterschule, ne? Ja, Ritterschule. Scheiße. Genau. Und da reißt er seine Dinge ab. Jetzt hab ich mal in die Kamera sollen, jetzt hätte es zerrissen. Okay. Mich triggerst du mal, dass es mich mit der anderen Kamera nicht umsauen kann. Ja, by the way, was macht das Huhn sagen sollte vielleicht, bevor wir so richtig deep ins Abenteuer reinstarten, weil es mir gerade einfällt. Ursprünglich ist das Game ja nicht hier mit spielbar gewesen. Sondern mit der Wii. Sondern hiermit. Und alle, die sich noch hier dran erinnern, die wissen, das hier ist Bewegungssteuerung. Und es gibt sehr viele Leute, die Bewegungssteuerung anders ätzend fanden. Weil ich, wie jetzt bei dir auch sein? Ich fand's langweilig. Also ich mochte es gar nicht. Also ich fand Bewegungssteuerung auf der Wii, wo man das früher mal irgendwie so spielen musste, fand ich gar nicht wild. Aber auch auf der Switch bin ich kein so großer Fan von Bewegungssteuerung. Deswegen können wir das Ding schön auf Zen werfen. Autsch. Und haben das Ding hier, wo wir mit dem Controller spielen können, ohne dass es Bewegungssteuerung gibt. Und es sieht irgendwie voll aus hier wie so ein Hintergrund irgendwie. Als ob das so mein Zimmerhintergrund wäre, so bei Teams oder so. Nice, also ich würde schon, keine Ahnung, ich finde schon das Haus sehr schön. Wäre es doch mal ein wilder Hintergrund, ne? Aber okay, back to the game, back to the roots vor allem jetzt ja hierbei. Das stresst mich ja schon. Also, sehr wildes Haus. Ohne Bewegungssteuerung, dafür auch ohne die Kamera mit der anderen Taste großartig drehen zu können. Aber für okay. Den Moment. Vielleicht kommt das ja noch. Okay, Kamera L halten und R neigen. Weißt du, wo L ist? Ah. Da sind sie jetzt froh. Ja, geht doch, aber wieso muss man da die eine Taste gleich mitdrücken? Weil Nintendo. Aber das Haus sieht doch soweit schon mal ganz nett aus, ne? Damit will die Eingangstür sein. Das interessiert uns gerade mal noch nicht. Ich will nämlich auf die Toilette. Lass mal kacken. Vielleicht Hose runter. Brauche ich meinen Toiletten-Sound. Ist doch super Toiletten-Sound. Haben wir natürlich mit dem Mund gemacht. Total. Okay. Brave Kinder, was denn? Ich stets die Hände. Zum Glück ist er kein braves Kind. Ja, in der Schad. Ich glaube, jetzt ist ein Gleis raus. Den haben wir denn hier? Guten Morgen, David. Heute ist der große Tag der Vogelreiterzeremonie. Ich wollte ja auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss die Fässer in den Speisesaal schleppen. Dabei wollte ich dich doch so gern fliegen sehen. So. Nichts zu machen. Streng dich an. Ich drück dir fest die Daumen. Ja, danke. Okay, wild. Hier ist der Speisesaal. Es sieht schon wild aus, so eine offene Küche. Den haben wir hier. Die Henna. Wo ist der Henna? Offensichtlich. Wo steckt nur dieser Gruß? Er sollte mir die Fässer bringen. Aber er will einfach nicht beikommen. Wo bleibt er nur? Das ist eine Frau. Hä? Ist das eine Frau? Ist doch egal. An sich. Mann oder Frau. Ja, stimmt Sinn. Ja, das ist dasselbe. So. Scherz. Aber es ist in der Tat nicht so wisst. Ja, welche Leute, das sind wir abgesperrt. Noch mehr abgesperrte Zimmer. Boah, die Steuerung nervt mich jetzt. Und hier ist mein Zimmer, da kommen wir raus. Genau. Hier könnten wir jetzt auch weiter umschauen, aber das ist ja nicht mein Ziel. Denn ich will mich im ganzen Haus erstmal noch welche umschauen. Ob eine Schule da drin ist. Lol, das ist aber eine Schule. Meister Otus. So, David, der große Tag der Vogelreiterzeremonie ist endlich gekommen. Erinnere dich an meine praktischen Lektionen und den Unterricht für Meister Titor und gib dein Bestes. Will gerade davon sprechen. Weißt du noch, dass du dich durchs Drücken
von den Dingern umsehen kannst. Drücke einfach die Dinger, wenn du etwas genauer ansehen möchtest. Okay. Isotos mit den weißen Haaren gebe den praktischen Unterricht. Meister Tito hat dunkle Haare und unterrichtet Theorie. Merkt ihr das bitte? Dankeschön. Okay, hier kann man sehen, wie viel ich noch an Sprints übrig habe. David. Wenn du es im Dorfplatz willst, nimm den Ausgang hier unten. Die Tür oben ist noch abgeschlossen. Warum braucht denn unsere Küchendame heute so lange mit dem Aufschließen? Ich werde mal mit dir reden müssen. Ich will aber nicht nach oben. Geht doch. Weil er ist gedacht, dass die Typen nochmal anfängt zu labern. Ich glaube, das ist ein großes Haus, wo mehrere Leute wohnen. Und du hast nur ein Minizimmer. Ja, ich sehe es auch so. Ist als quasi Held der Geschichte. Hab nur ein kleines Zimmer. Unter den Umständen. Das ist Zelda, da springt man nicht. Außer in Breath of the Wild. Das war das erste Spiel, wo man erst springen kann. Es könnte man einen anderen nicht springen. Nee. Breath of the Wild war wirklich das allererste Spiel, wo man springen konnte. So, glaube ich. Okay, ja, keine Ahnung. Bin mir ziemlich sicher. Ich weiß gerade gar nicht. Man kann aber gut sein, theoretisch. Und schon geht's ab nach draußen. Ach, diese Musik, wie toll. Ja, die ist schon wild. Wie wild das denn? Wolkenhort. Okay, hier ist unser Wildergarten. Hey, hey David, Tito. Hier. Okay, das ist Meister Tito. Guten Morgen, David. Heute ist die Vogelreiter. Ich weiß, dass die heute ist. Wie fühlst du dich? Genervt. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Wir sehen es an, dann können wir uns unterhalten. Ziele und halte ZL gedrückt. Ah ja. Genau, du kannst jemanden anvisieren und dann ganz leicht mit ihm sprechen. Ja, wenn ich mit Sam sprechen will, das dann auch immer zuerst anvisieren. Boah, das wusste ich gar nicht, wie es davor ging. Dankeschön. Ja, danke, dass du es mir zeigst. Jetzt weißt du Bescheid. Wenn es niemanden zum Anversieren gibt, kannst du diese tolle Technik aber auch einsetzen, um einfach wieder nach vorne zu blicken. Aber auf die Entfernung lässt es sich nicht gut reden, also komm doch hier hoch, ja? Wenn du auf diese Holzkisten dort springst, kannst du auf sie klettern. Den Sprung solltest du ganz einfach schaffen. Ja, also hoch, also man kann nicht springen, glaube ich, aber man kann schon so Gegenstände hochlaufen. Sowas eben. Ja, genau. Das sind so... Hä? Er kann nicht springen. Er kann aber nur an der Stelle springen. Warte, springen jetzt mal? Nee, das geht nicht. Das ist voll cringe. Es geht nur an den jeweiligen Stellen. Ja, er kann einfach springen. Zelda halt. Ja, klar, Breath of the Wild ist ja das beste Zelda, was das jetzt gibt, ne? Heißt, das ist dann so ein Downgrade, wenn du so willst. Aber ich könnte jetzt hier rüber runterspringen. Hallo David, bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiter-Zeremonie? Ach, du bist verabredet. Zelda wartet schon. Wo du gerade hier bist. Mia, das Haustier, Alter, einfach fast Mira. Das Haustier von Zeldas Vater, Diopra, unserem Direktor, ist weggelaufen. Ach, was soll ich so tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald. Und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut, Mia zu holen? Gerne doch. Danke, dass du die Zeit nimmst, um mir zu helfen. Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden. Wenn du dich an dem Vorsprung entlang hangelst, dann solltest du aufs Dach kommen. Okay, jetzt haben wir mal. Jo. So, by the way, Leute, glaube ich, dass wir es immer so machen, dass wir jeden Part abwechseln, wer was zockt oder so. Finde ich gut.
Oder du auch mal gerne ein bisschen länger socken kannst, also keine Ahnung, sehen wir dann ja. Oder halt, wenn mal eigentlich weiterkommt, ist dann der andere übernimmt, das ist ja klar. Erstmal muss jetzt die Katze holen. Ja, auf die Box und dann wahrscheinlich dann hoch. Oh. Ah ja, komische Bewegung, die er da macht. Ja, sollte. Okay, der klettert zum Kumis, aber immerhin. Da haben wir ja das Ding. Einfach runterhauen. Der große Ohren. Oh, wie süß. Bitte, bitte. Mache einfach. Drück auf A. Okay, war jetzt ein bisschen dumm. Ich hoffe, das Ding respawnt wieder. Ich hoffe, das ist wieder respawnt. Digga, ich kann, was? Ich kann einfach wieder zurückfliegen. Dann flieg doch einfach zu deinem Typ, anstatt dass ich dich tragen muss. Ich hab dich doch gerade umgebracht. Okay, das ist schon wild. Warte mal, wo war der Typ? Ja, da. Spring da drauf. Cringe. Ja, kannst du nicht hochgehen mit dir. Schauen wir mal, das reicht dem Dude jetzt. Jetzt sehe ich wieder nichts. Was ist los, David? Wenn du die Wand... Uff. Da ist gerade die Gem-Logik geschrottet. Gehen wir halt von drinnen nach draußen. Oder vielleicht ist irgendwas anderes, wie man den Kack nach oben bringen soll. Ach, come on! Wetten, das Ding ist jetzt wieder despawned. Wir müssen das wiederholen. Die sind aber schon ein bisschen dumm, gell? Wie schön alte Zelda-Teile sind. Ja. Der Ort hieß Ritterschule und wir beide im gleichen Moment sagen, da ist eine Schule drin? Ja, so und so. Ja. Bei einer Ritterschule ist sehr schwer zu erwarten, dass es eine Schule ist. So, stellen wir uns mal alle ein bisschen besser an hier, denke ich mal. Internat. Ja. Und jetzt springt der David. Boah, was für ein Sprung. Ja, so ein Bild. Ich hoffe, irgendwann kriegen wir Sprungstiefel oder sowas in der Art. Ja, schon wild. Aber für den Moment ist es echt langsam hier. Also, wie man springt. Ja. So, jetzt müssen wir gut überlegen. Ach so, ja, okay, wir waren auch dumm. Einfach hier lang gehen. Wann ist der Typ da? Du hast ja alles zurückgebracht. Ja. Das finde ich ja sehr wild. Vielen Dank, David. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden. Wieso sagst du das nicht selbst? Gerne machen wir es doch. Genau. Zelda ist ja auch dort, also beeil dich. Und ich sollte dies wohl etwas geben. Es ist keine große Sache. Aber hier, bitte, und er sagt den anderen nichts davon. Du hast einen roten Rubin erhalten. Schon ein bisschen geizig, der Typ, gell? Hast du einen Rubin bekommen? 20. Ja. Okay, Leute, wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Ein Zar! Tschüss.